Moin Moin und damit ein allerherzlichstes Hallöchen Popöchen zur 9. Aufnahmesession des Let's Plays Pokémon Crystal Clear. So, wir haben heute laut dem Pokégeo und auch meiner Real-Life-Uhr Dienstag, Mittwoch, genau 4 Uhr, das ist 4 Uhr 1. 4 geteilt durch 1 ist halt einfach nur 4 und ja, wir haben jetzt heute den 26.06. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession hier, also Crystal Clear. Ja, Crystal Clear. So, ich habe mal die Tage vorher mal wieder privat eine relativ lange, sagen wir mal, einige längere, ausdauernde Grinding-Sessions mal hingelegt. Ich will euch das Ganze nicht vorenthalten, das Ergebnis. Mal nur damit ihr euch nicht wundert, dass ich mein Team, also mein Pokémon-Team, immer wieder mal ein bisschen umstellt, welches entsprechend dem, was ich in der nächsten Aufnahme, also jetzt in der aktuellen Aufnahme vorhabe, anpasse, sagen wir in einfachen Strichen. So, also hier haben wir also das folgende. Das Gyarados habe ich auf Level 60 trainiert. Imperator auf Level, also Imperator der Imperator. Augustus Gaius Julius Caesar, nur ein bisschen anders, Level 67. Und ich habe, ich weiß nicht wann, ich habe auf Level 4 ein Eagle Lava gefangen. Hier habe ich mal trainiert, zu Tornupto. Ja, so habe ich mir das Glücksei gegeben, damit er ein bisschen schneller Level, Level 66. So. Mit Knight auf Level 4 in Cinnabar Islands. Highly curious, sehr neugierig, ja. Happiness, ja. Die Glücklichkeit unterscheidet sich nur um 10 Zähler. So, ich habe relativ stark hochgelevelt. Dann habe ich hier noch den hier, den wollte ich mal noch was machen. So, hier werde ich euch gleich erzählen. So, Kadabra Level 66 und das Tau-Boss auf Level 58. So. Folgendes, ich habe mir mal ein bisschen mal was vorgenommen. Nämlich, ich habe mir mal ein bisschen überlegt, ich habe mir sogar heute Morgen noch überlegt, wie könnte ich weitermachen in dieser Aufnahme. Naja, das Ding ist folgendes, ich hatte ja vorgenommen, entweder Pyro oder die Erika. Das Problem, ich habe mal in Anführungsstrichen Problem, das kommt ein bisschen darauf an, wie man das betrachtet, ist folgendes. Ich sag mal so. Ja, weiß ich, was man jetzt ein bisschen ändert. Folgendes. Also wenn ich hier, so, da haben wir wenige Punkte zu markieren. In Saffronia City, da ist ja noch die Sabrina mit ihren Psycho-Pokémon. Und die Psycho-Pokémon, die ja in der Arena sind, sind ja eh nicht so ganz ohne. Und ich habe leider nicht unbedingt ein Unlicht-Pokémon da, außer, naja gut, Unlicht-Attacken habe ich leider nicht so wirklich am Start. Außer beim Impagato mit Knirscher. Und das rote Gyarados, da könnte ich vielleicht eventuell auch noch irgendwie noch. Und da habe ich jetzt nicht so wirklich etwas in der Hand, wo ich Psycho-Pokémon auseinanderprügeln könnte. Wisst ihr, was ich meine? So. Und da gibt es noch eine andere Baustelle, sag mal so. Nämlich in Urania City, da ist ja noch der Major Bob. Dieser Militär, dieser Bundeswehr-Typ da. Oder die Reichswehr oder die Wehrmacht, was auch immer. Das ist irgendwie so ein Bundeswehr-Soldatentyp, jedenfalls. Nicht so wie Otto Bulletproof. Oder so, sondern einfach nur so ein Bundeswehr-Typ. Aus Japan. Nee, so jedenfalls. Der hat ja Elektro-Pokémon. Und da habe ich leider auch nicht so wirklich was zur Hand. Da habe ich mir mal überlegt, ob ich nicht meinen Georock oder ich habe ja auch einen Geowatz gefangen vor ein paar Wochen. Ob ich mir nicht meinen Geowatz, weil ich auf irgendwo im Level 40er Bereich habe, irgendwo mal privat ein bisschen hochgreinde, mein Geowatz, und damit, dass ich überhaupt einen Ass im Ärmel habe wegen der Elektro-Pokémon, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen ist ein bisschen der Plan, den muss ich ein bisschen ändern. Also die Erika, die werde ich dann später auseinanderficken. Ich habe mir vorgenommen, ich werde wohl wahrscheinlich erstmal die Psycho-Geschichten mir vorknüpfen. Weil, naja. Wow, nein, nicht den.
Hier, ja. Jedenfalls folgendes. Das Dragoranis brauche ich jetzt mal nicht. Der Tabaluga hier unter den Drachen-Pokémon. Sogar, so Celebi, ja, bla bla bla. Dragonite, so Cancel. Ja, immer diese Cancel-Kultur. Ich habe mir einen Geowatz, ne, irgendwo. Ich weiß nicht, auf welcher Box, Box 1 oder Box 2, das kann man ja leider ohne diese Schikane mit Speichern, ja gar nicht einsehen. Ist ein bisschen blöd gemacht und gedacht. So, ich guck mal. Aerodactyl. Den hier könnte ich noch trainieren, dann hätte ich nämlich einen Boden-Pokémon gegen Elektro am Start. Den hier könnte ich theoretisch auch. Aber, so, hier. Ah, Golem. Ja, Geowatt Level 35. Okay, ich dachte irgendwo im 40er Bereich, aber okay. Und den Rammstein-Typen da. Habe ich ihn irgendwo? Ah, Level 31. Weißt du was? Wir nehmen einfach. Ja, also den hier nicht. Und dann sagen wir mal so, ich nehme mal. Wo ist er? Hier, das Golem hier, den Golem-Typen da. Kennt ihr diese komische Computer-Webseite? Golem.de. Nicht heise.de, sondern Golem. Ob auf Heise oder Golem, ich weiß es nicht. So, jedenfalls, ich bin jeder hier nicht unterwegs. Wer hat eigentlich welches Item am Start? Ist es gerade. Ich will mal gucken. Der hier hat Lucky Egg, mystisches Wasser, Zauberwasser, also Glücksal. Amulett, Münzamulett habe ich ihm gegeben. Und der hat nichts. Und der auch nichts. Das heißt, wir machen es mal folgendermaßen. Wo haben wir diese XP-Share? Wir denken so. Haben wir euch bei diesen EP-Teiler. So, ich gebe mal an. So. Aber ich schau mal, welche Attacken hat er denn eigentlich drauf? Ist ein bisschen her, dass ich ihn geschnappt, gefangen habe. Geschnappt kann man irgendwie auch sagen, aber okay. Intensität. Na, die Selbstmordattacken. Die würde ich rauslöschen. Wer braucht die denn schon? Der ist doch kein Mitglied der ISIS oder der Taliban. Diese Suizidattacken oder Suicide Moves, die nehme ich nicht. Der hört. Ich vergesse das auch immer wieder. So. Weiß ich was? Der hier muss ja auch mal ein bisschen Muckis aufbauen. Wir machen das erstmal so. Man ist einfach. Wow. Ich hasse es, dass das Spiel mit so eine schwammige Steuerung manchmal hat. So, also folgendes. Das ist diese Gim. Ne, das ist die normale Gim. Ah, okay, also die Arena. Level Cap 60. Ah, war das nicht rechts? Ich dachte links. Okay. Da waren wir jetzt mal, ne? Ja. Kunde und Freund. Freunde auf jeder Seite. What goes around, comes around. Das kommt, das kommt. Ja, okay. Ja, steht da. So, Lodia City, Pokémon Arena. Leiter, Sabrina, Anilbos, auf rückwärts. Die Meisterin der psychisch kranken, psychedelischen Psycho-Pokémon. Man ist also folgendermaßen. Hier, eine Sache muss aber trotzdem nochmal. Da ist vorbereitende Maßnahme. Nämlich ins Einkaufszentrum. Da ist ja Safe-Gruppe-Gebäude, ne? Ah, wo war denn nochmal so ein Laden? Der will mich wohl verladen, der Laden. Poke. Finden sich leider nicht auf gleicher Höhe. Also hier in dieser Reihe hier. Wo ist ein Pokémon-Laden? Also, ich meine, ne, wo man die ganzen Läden hier. Die Tante Emma-Läden, sozusagen. Wo habe ich denn die Läden? Hier gibt's nicht. Ah, glaube ich hier rechts. Hier. Und nun mal so geschaut. Ich habe nun jetzt hier die Magnetschwebebahnstation.
glänzte Rapid mal wieder. Glänzende goldene Land. Der Kommerz, auch Kommerz, des Kommerzes. Ja, das pulsierende Stadtleben, das krank, kaputt und depressiv macht. Also ähnlich, so. Machen wir mal weiter. Also, folgendes. Ich habe jede Menge Asche gesammelt. Ich bin zweifacher Millionär, 100.000er. 287.610 Euro. Geil. Pull das weiß, was ich wollte. 100. Voll hier, voll ist war. Ist ja relativ billig geworden, so. Warte mal. Wie sonst? Hey, du da. Quatsch mich an. Ich möchte stärker werden, aber ich bin nicht gut genug jetzt gerade. Könnt ihr mir irgendwas sagen? Zum Beispiel dein bestes Stück? Nö. Das ist illegal. Meiner Meinung nach. Was ist denn dein bestes Stück? Das beste Stück, das ist mein Ausweis. Dieser Ausweis hier, den hier zu zeigen, ist strafrechtlich relevant. Mehr oder weniger. Nee, so. Jedenfalls mal immer weiter. Mann, jetzt habe ich nicht mehr so viel Geld, aber egal. Wir machen also so die Erika Fuchs, die knüpfe ich mir als erstes vor. Immer die Sabrina. Anirbas auf rückwärts. So. Aber das fällt mir doch auf. Vier Mädels, vier Jungs? Oder wie steht denn das Geschlechterverhältnis bei den Arenen hier? Also bei den Arenaleitern? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Hey, du da. Zu lange im Solarium gewesen, ne? Jo, schon im Spiel. Sagen die Sabrina oder Anilbos. Und ihre Freunde. Und Freundinnen? Benutzen den psychedelischen Psychotypen. Aber die haben Angst vor der Finsternis. Verunlicht. Die Boxen. Ja, mit Käfern so. Zu sehr? Könnte sein. Finden wir es raus. Wir machen es einfach. Hey, du da. Alte Oma hier. Die Macht, die Power of all those you defeated, die Macht auf all diejenigen, die du besiegt hast. Komm zu mir. Gruselige Autistenmucke hier. So. Wer sind das? Habe ich eine psychisch kranke alte Oma namens Rebecca. Okay, ihr Leute, ihr wisst Bescheid. Ich sprühe vor. Wir hören wieder gleich voneinander. Bis gleich also. Ihr Leute da draußen. So, da wurde diese komische Rebecca besiegt. Was könnte es was Geileres geben? Gar nichts. Stark! Viel zu stark! Je, 2400 Euro Schmerzensgeld. Oh. Na, Mann, mal hier. Oh, ich gehe einfach mal vor die Wahl los irgendwie hin. Hey, du da! Das Kampfdojo daneben an war einmal die Arena dieser Stadt. Was du nicht sagst, mein Bester. Ah, Jared möchte kämpfen. Naja, okay, der Jared mal wieder. Oder der Rai auf rückwärts. Ja, dann bist du gleich die Leute da draußen. So, den Jared hätten wir auch schon mal durchgefickt. Geil. It was no match. Es war kein Kampf. Es war kein... Zusammen, es passt ja einfach nicht zusammen. Okay, 2496 Euro Schmerzensgeld. Ich würde gerne aber, naja, wieder mal kurz mal wieder ins Popel Center. Weil, ne, ich muss ja auch mal wieder ab und an mal heilen. Volle AP, volle KP, pipapo, tralala. Und mir ist nur eingefallen, den Meyer Bob muss ich ja, ich kann es mir aus, und den Meyer Bob werde ich ja wahrscheinlich
Nachdem Erika wahrscheinlich mir vorknüpfen. Erstmal also diese Sabrina und dann die Erika. Und dann Majorbub. Weil ich habe ja das Tornupto und das Tauboss. Die sind ja relativ stark gegen Pflanzen-Pokémon. Da habe ich also noch eine Möglichkeit, das Golem, also das Geowasser, noch weiter hoch zu leveln. So quasi im Vorbeilaufen. Also Level 47 hat ja schon erreicht. Also da könnt ihr nochmal mit Tauboss. Und ja, dem da. Also Typhlosion, also Tornupto. Weitermachen dann, ja. Naja, okay, also Escarados. Ich weiß ja nicht. Kadabra weg gegen Gift-Pokémon. Na egal, okay. Level Cap ist ja Level 60. Hallo, Mann, die schwammige Kacksteuerung. Ich drücke die Tasten am Steuerkreuz immer so schnell. Die Steuerung ist manchmal so, erst dreht er sich um und dann erst bewegt er sich. Naja, die Steuerung ist ein bisschen langsam. Ich drücke mal zu schnell. Ich gehe ja mal völlig wahllos hier. Hey, du Oma da! Ist das klar, Mami? Ich kann in deine Seele schauen. Ich in deine. Echt? Nö. So. Wie denn eine psychisch kranke, psychedelische Psycho-Oma? Doris. Day möchte kämpfen. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ich kämpfe, während sie mit ihrer Kette, ihrer Halskette da, in der rechten Hand hier rumfuchtelt. Ihr alten Geister, verpisst euch! Runter von meinem Rasen! Runter von meinem Grundstück! Na, wenn's nicht weiter ist, bis gleich. So, das ging aber sehr schnell mit der komischen Doris Day. Sie laut auf the Girls. I read you are still lost. Ich habe dich gelesen, obwohl ich gelesen habe. Habe ich mir verloren. Ja, 2400 Euro schmerz ist gut. Her mit der Pinke. Krötenzaster, Mäuse, Knete, Asche. Hey, du da. Die psychische Kraft, die Geistesstärke, ist die Macht deiner Seele. Echt? Hast du Psychologie studiert oder was? Das sind keine studierten Psychologen. Ah, Franklin. Da gibt es auch diese Annelied da. Frankie goes to Hollywood. Relax. Yeah, aber Franklin. Benjamin Franklin, der US-amerikanische Präsident aus dem 17. und 18. Jahrhundert, der mit einem Blitzableiter und so. Also, Benjamin Franklin möchte kämpfen. Das gleiche Leute da draußen. So, dieser komische Präsidententyp wurde auch totgefickt. Also, naja, was hast du zu sagen? Du hast nichts zu melden. Deine Seele hat mehr Stärke, also mehr Macht als meine. Ja, das freut mich für dich. 2496 Euro Schmerzensgeld. Eine fette Versicherungsprämie gibt's dafür nicht, aber egal. Ich muss ja erstmal Ich gehe mal wieder ein bisschen nach und so. Und mal wieder, ab ins Popelcenter. Und dann wird weitergemacht. Wie sonst auch immer. Wie sonst sollte man sich meinen blöden Spielstil erklären? Gar nicht. Jo, machst du es auch mal, Pokémon heilen. Dann wird mich kein Unglück ereilen. Oder so ähnlich jedenfalls. So, machen wir mal weiter, wie immer. Wer ist denn dieser immer? Das bist du. Ach so, nö. Echt? Nö. Das Popelcenter.